Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Denn unser Anfang und unsere Hilfe kommen vom Gott, dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt ein Werk seiner Hände. Amen. Hochmut kommt vor dem Fall, so heißt es im Volksmund. Viel zu oft und viel zu schnell passiert es, dass ich mich über andere Menschen stelle oder andere Menschen abwerte. Sei es nun über Menschen aus meinem Umfeld oder aus den Medien. Wie oft wusste mein Vater bei Fußballspielen die Entscheidung des Schiedsrichters zu hinterfragen? Er wusste es meistens besser. Wie schnell werden die Entscheidungen in der Politik kritisiert? Viel zu schnell bin auch ich mit meiner Wertung und vergesse dabei, dass sie alle Menschen sind, ebenso wie ich. Mit Fehlern, großen und kleinen, mit dem Wunsch, Fehler wieder gut zu machen, mit dem Wunsch, geliebt zu werden, angenommen, mit den eigenen Fehlern. In diesem Sinne ist der Wochenspruch für die nächste Woche: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade, aus dem 1. Petrusbrief. Lassen Sie uns miteinander singen aus Lied 392, die Strophen 1 bis 3, Gott rufet noch. Lasst uns beten. Du Gott, schenkst uns deine Gnade. Du blickst uns freundlich an, wenn wir um Vergebung bitten. Du rufst uns immer wieder zu dir. Gib uns offene Ohren, dich zu hören, und offene Herzen, dich zu verstehen. Gib uns offene Augen, damit wir unsere Mitmenschen in all ihrer Schönheit sehen können, mit ihren Fehlern und mit ihren Gaben. Lehre uns, barmherzig zu sein, so wie du an uns barmherzig bist. Amen. Ich dachte, das wäre Aufgabe des Lektors. Wir sprechen miteinander den Psalm 145 im Wechsel. Den finden Sie im Gesangbuch auf der Seite 1554.
Seite 1554. Ich habe einen Zahlendreher. 1554 und am Psalm 145. So rum ist es richtig. Ich beginne und bitte Sie, die ausgerückten Verse zu sprechen. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Lasst uns miteinander singen aus dem blauen Liederheft, Lied 66, Dein Wort. Wir singen daraus alle drei Strophen. Thank you.
Selbst die scheinbar besten Menschen machen Fehler. David, der hochgelobte König, der jüngste unter seinen Brüdern, der, den der Prophet persönlich aussuchte, dem so viele unserer Psalmen zugeschrieben werden. Der David, aus dessen Nachkommen der Retter Israels geboren werden soll. Selbst dieser David hat Fehler begangen. Furchtbare Fehler. Ich lese aus 2. Samuel 12 aus der Basisbibel. Der Herr schickte Nathan zu David. Als er zu ihm kam, erzählte er ihm eine Geschichte. Zwei Männer lebten in einer Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber hatte nichts als ein kleines Lamm. Das hatte er sich gekauft und aufgezogen. Es wuchs bei ihm heran, zusammen mit seinen Kindern. Es aß von seinem bisschen Brot, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Reisender zu dem reichen Mann, und es war üblich, ein Essen für den Gast zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Doch der reiche Mann wollte seinen Besitz schonen und keines von seinen Schafen und Rindern nehmen. Deshalb nahm er das Lamm des armen Mannes. Das bereitete er zu und setzte es dem Gast vor, der zu ihm gekommen war. David wurde sehr zornig über den Mann und sagte zu Nathan: So gewiss der Herr lebt, ein Kind des Todes ist der Mann, der das getan hat. Und das Lamm muss er vierfach ersetzen, zur Strafe dafür, dass er das getan hat und das Lamm des Armen nicht verschonte. Doch Nathan entgegnete David: Du bist der Mann, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich aus der Hand Sauls gerettet. Den Besitz deines Herrn habe ich dir gegeben und die Frauen deines Herren dir in den Schoß gelegt. Ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn das zu wenig gewesen wäre, dann will ich dir noch dies und das dazugeben. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Warum hast du getan, was er verurteilt? Den Hethiter Uriah hast du mit dem Schwert getötet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du hast ihn durch das Schwert der Ammoniter aus dem Weg geräumt. So soll jetzt das Schwert für alle Zeit gegen dein Haus gerichtet sein. Zur Strafe dafür, dass du mich verachtet hast. Du hast dir die Frau des Hethiters Uriah genommen und sie zu deiner Frau gemacht. So spricht der Herr: Ich werde dafür sorgen, dass aus deinem eigenen Haus Unheil über dich kommt. Vor deinen Augen nehme ich dir die Frauen weg und gebe sie einem, der dir nahe steht. Der wird mit deinen Frauen schlafen im hellen Licht der Sonne. Du hast es im Geheimen getan. Ich aber lasse es im hellen Licht der Sonne geschehen, so dass ganz Israel zuschauen kann. Da bekannte David vor Nathan: Ich habe Unrecht getan gegenüber dem Herrn. Und Nathan antwortete David: Der Herr sieht über deine Schuld hinweg, so dass du nicht sterben musst. Doch der Sohn, der dir geboren ist, muss sterben. Denn du hast den Herrn dadurch verhöhnt, dass du ein solches Unrecht begangen hast. Und Nathan ging nach Hause. Amen. Wir wollen nun zusammen das Lied 600, die Strophen 1 bis 4 singen. Thank you.
Ich nehme Sie und euch heute mit auf ein Klassentreffen meiner Realschulklasse vor ziemlich genau 10 Jahren. Ich war damals schwanger mit unserer zweiten Tochter und mitten in meinem ersten Examen. Mit unserem Auto, auf das ich als Studentin unheimlich stolz gewesen war, einem ganz alten Skoda Fabia, aber Kombi, fuhr ich zum Treffpunkt. Wie oft war ich dort gewesen? Und nun war ich furchtbar nervös. Meine Güte, war ich aufgeregt. Ich hatte zu niemandem aus meiner Realschulzeit Kontakt behalten. Schon während meiner Zeit auf der Schule zog ich mit meiner Familie um. Nicht ganz weit weg, aber weit genug, um eigentlich auf eine andere Schule gehen zu müssen. Das wollte ich damals natürlich überhaupt nicht. Und dankenswerterweise fanden meine Eltern einen Weg, wie ich trotzdem weiter auf diese Schule gehen konnte. Doch brachte der Umzug auch mit sich, dass ich meine Freunde seltener sehen konnte. Nach der Realschule zerstreuten sich die Wege unserer Klasse. Die meisten machten eine Ausbildung oder wählten ein Gymnasium in Bremen. Ich folgte damals meinem damaligen Freund zum Gymnasium nach Verden. Einige wechselten mit mir dorthin. Und ganz wenige sind auch nach der 11. Klasse dort auf diesem Gymnasium geblieben. Der Kontakt zu Schulfreunden aus der Realschule war zu diesem Zeitpunkt schon abgerissen. Mit Beginn meines Studiums in Bielefeld war ich kaum noch zu Hause und wenn ich zu Hause war, dann ging mir die Familie vor. Wie wohl die Wege meiner Klassenkameradinnen und Klassenkameraden verlaufen sind, wie sie wohl aussehen und ob einige von ihnen vielleicht auch schon Kinder haben, ob sie verheiratet sind, solche und andere Gedanken spukten in meinem Kopf herum. Es war interessant zu bemerken, wie wenig oder wie sehr sich manche Mitschülerinnen und Mitschüler verändert hatten. Und dann kamen wir schnell zu dem Punkt, den ich gefürchtet hatte. Und, was machst du so? Eine harmlos klingende Frage, die Interesse ausdrücken kann oder, so habe ich es bei einigen aus meiner Klasse empfunden, ein Abfragen der erbrachten Leistungen. Der Realschulabschluss lag bereits 10 Jahre zurück. Was hätte ich nicht alles in diesen 10 Jahren erreichen können, wenn ich eine Ausbildung gemacht hätte? Eine Mitschülerin kam mit ihrem kleinen Töchterchen von wenigen Monaten. Auch eine junge Mutter, darüber habe ich mich gefreut. Und dann sah ich das Auto, mit dem sie angefahren kam. Ein richtig dicker BMW SUV mit Sportantrieb. Gärtenschlank, diese Mitschülerin, durchtrainiert, braun gebrannt, aufgestylt, in vielen Punkten ein kompletter Gegensatz zu mir. Wir waren früher locker miteinander befreundet, aber wir kannten uns schon aus dem Kindergarten. Und dennoch war sie mir furchtbar fremd in diesem Augenblick. Und ich gebe es zu, ich war auch ein bisschen neidisch auf diese Powerfrau, die aus den vergangenen Jahren scheinbar viel mehr rausgeholt hatte, als ich, die ich noch immer nicht mein Studium beendet hatte. 3 Jahre später erlebte ich Ähnliches mit meinem Jahrgangstreffen vom Gymnasium. Wie viel Zeit und wie viele Gedanken hatte ich darauf verschwendet, was ich anziehen sollte? Und dann habe ich mich doch letzten Endes unwohl gefühlt, weil einige aus meinem Jahrgang im Anzug erschienen. Wenn ich so an diese beiden Treffen zurückdenke, dann merke ich, wie sehr auch ich geprägt bin vom ständigen Vergleich mit anderen. Wer bin ich? Was kann ich? Was habe ich geleistet? Was besitze ich? Im Alltag bin ich völlig zufrieden, habe ich aber im Kontakt mit anderen, mit Gleichaltrigen, oft das Gefühl des Ungenügens. So wie in der Schule, wenn Klassenarbeiten zurückgegeben wurden und man selbst mit einer schlechten Arbeit deprimiert da sitzt und die anderen sich über ihre 2 beklagen. Ich glaube, es geht vielen so wie mir. Vielleicht kennt hier das ja auch jemand. Das Gefühl, sich ständig mit anderen vergleichen zu müssen. Und dem Versuch dabei, möglichst gut dazustehen. Da kann es manchmal passieren, dass andere abgewertet werden, um sich selbst ein bisschen aufzuwerten. Mag sein, sie fährt einen BMW, aber dafür ist sie schon zum 2. Mal verheiratet. Und ihr Mann ist sicherlich auch nur ganz selten zu Hause, wenn er so viel arbeiten muss, um ihr so ein Auto zu kaufen. Und die andere, die weiß ja noch nicht mal, was sie nach ihrem Studium machen will. Also stehe ich doch nicht ganz so schlecht da.
Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir, sündigem Menschen, meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus lehrt mich in seinem Beispiel, dass es nicht darum geht, mich im Vergleich zu anderen zu sehen, schon gar nicht darum, mich höher zu stellen, indem ich andere herabwerte. Es geht darum, ehrlich mit mir selbst zu sein. Nicht alles in meinem Leben läuft perfekt, auch das sollte ich nicht außer Acht lassen. Sicherlich geht es da anderen da so wie mir. Auch ich bin an manchen Punkten meines Lebens getrennt von Gott, eine Sünderin. Jesus sagt, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Im christlichen Kontext wurde der Aspekt des sich selbst Erniedrigens oft deutlich hervorgehoben. In reformierten Gemeinden besonders oft, das zeigt sich auch heute noch in der Abendmahlsscheu. Sicherlich gibt es genug Gründe in jedem Leben, weshalb er oder sie in den eigenen Augen nicht würdig ist, Gottes Gnade zu verdienen. Etwas Demut tut sicherlich gut. Doch nicht, wenn diese Selbsterniedrigung dazu führt, dass wir uns minderwertig fühlen, nicht ausreichend für das Abendmahl oder das Reich Gottes. Gott setzt die Maßstäbe, nicht wir. Bei Gott ist es nicht wie in der Schule, weder als wir sie besuchten und bewertet wurden, noch wie bei Klassentreffen, bei denen ich die Vergleiche mache. Christus hat uns befreit, auch von jeglichen Vergleichen, auch vor dem Anspruch, etwas oder jemand sein zu wollen, andere beeindrucken zu müssen. Ich muss mich nicht ins rechte Licht rücken, das hat Christus für mich bereits getan. Das anzunehmen gelingt nicht immer, schon gar nicht immer gleich gut. Ich brauche dafür immer wieder das Wort Gottes und jemand, der mir die Augen dafür öffnet. Gott liebt uns und ihm sind wir wertvoll. Wir sind nicht perfekt und dennoch nimmt er uns an. Und da gehe ich nun etwas über den Predigttext hinaus. Ich darf mich auch freuen über das, was mir geschenkt ist. In wie vielen Dingen geht es mir wirklich gut? Und daran ändert sich nichts, wenn es anderen Menschen in meinem Umfeld besser geht als mir. Ob die frühere Klassenkameradin nun im BMW vorfährt oder nicht. Ich habe viel Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Dafür möchte ich auch dankbar sein und das immer wieder sehen mit offenen Augen. Darauf meinen Blick richten. Amen.
möchte Fürbitte halten. Gott, gefangen in Unsicherheiten und Ängsten, die ich manchmal selbst nicht bemerke, verhalte ich mich anders, als du es für mich willst, auch als ich es für mich wünsche. Ich bitte dich, nimm meine Ängste und Unsicherheiten. Lass mich die Freiheit spüren, die du mir schenkst. Gott, unsicher und ängstlich begegnen auch mir manche Menschen. Lass mich erkennen, wenn ich ihnen durch mein Verhalten ihre Ängste und Unsicherheiten nehmen kann. Gib mir ein offenes Herz für alle, die mir begegnen, damit ich sie sehen kann, wie du sie siehst. Gott, unsere Welt ist voller Egoismus und Gier. So viele Menschen suchen nach ihrem eigenen Vorteil und denken nicht an die Folgen, die ihr Verhalten nach sich zieht. Ich bitte dich, dass Konsequenzen unseres Handelns deutlicher sichtbar werden, damit nachgedacht, bevor gehandelt wird. Gott, ich danke dir für deine Freiheit, die du mir schenkst, für deine Gnade und Barmherzigkeit, die du mir immer wieder zeigst. Sei mir treu, auch wenn ich dir einmal untreu werden sollte. Hilf mir, auf dem richtigen Weg zu gehen und führe mich zurück, wenn ich mich von ihm entfernt habe. Alles, was ungesagt blieb, bringt ein jeder und eine jede in der Stille vor dich. Hab Dank, Herr, dass du uns hörst und wir mit den Worten Jesu Christi beten können. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt brauche ich etwas Barmherzigkeit von Ihnen und euch, weil ich nämlich ganz leichthin ein neues Lied eingeworfen habe, als es hieß, das Lied aus dem LDH könnten wir nicht singen, habe ich gesagt, ach, das macht nichts, dann singen wir einfach ein Segenslied, weil ich im Kopf hatte, dass wir Geh unter der Gnade, also unter der Nummer hatte ich Geh unter der Gnade im Kopf und habe nicht geschaut, wo dieses Lied sich befindet. Tut mir leid. Aber um unsere liebe Organistin nicht zu verwirren, machen wir jetzt das, was ich verbockt habe und wir singen zwei Segenslieder miteinander. Jetzt zuerst 170 und daraus die Strophen 1 bis 3. Und nach den Abkündigungen gleich Lied 171 noch ein Segenslied. Dann gehen Sie heute ganz viel gesegnet nach Hause.
Ich lese die Abkündigung. Die Kollekte vom 21. August 2022 für die evangelische Erwachsenenbildung und die Arbeit des Moderators im Kloster Frenswegen betrug 115,46 Euro. Im Klingelbeutel wurden 55 Euro zusammengelegt. Eine Spende in Höhe von 100 Euro ging ein. Diese wird je zur Hälfte für unsere Krippe Brandlichter Mäusenest und zur Hälfte für die Großtagespflege Brandlichter Krabbelmäuse sein. Herzlichen Dank für alle Gaben. Die Kollekte in diesem Gottesdienst ist bestimmt für die Kirchenmusik im Synodalverband. Die Kollekte wird zu ein Drittel für die Diakoniekasse bestimmt sein und zwei Drittel für die heutige festgelegte Kollekte. Was wären Gottesdienste ohne die Kirchenmusik? Oft erreichen Melodien und geprägte Worte aus dem Gesangbuch das Herz der Zuhörer direkter und schneller, als es die Predigt vermag. Darum ist es wichtig, diejenigen auszubilden und zu ermutigen, die für die Musik in unseren Gottesdiensten sorgen. Der Kirchenmusikausschuss der reformierten Gemeinden in der Grafschaft möchte das musikalische Leben und ihre Vielfalt fördern und stärken. Dazu sind auch finanzielle Mittel nötig. Spenden können Sie auch persönlich im Gemeindebüro abgeben. Allen, die in dieser Woche Geburtstag haben, gratulieren wir herzlich und wünschen Gottes Segen. Heute Nachmittag gibt es um 17 Uhr gleich zwei Konzertangebote. Zum einen ist hier in der Kirche ein Konzert zum Patrozinium. Gespielt wird Kammermusik für Flöte, Oboe und Klavier. Außerdem spielen in der Kapelle in Hesepe Bobby Rutfeld und Friedrich Bebenburg Choräle auf der Gitarre. Herzliche Einladung zum Seniorenkreis am Dienstag, den 30. August um 14.30 Uhr mit Gerd Butke. Am kommenden Sonntag, den 4. September um 10 Uhr, findet der Konfirmationsgottesdienst in der St. Marienkirche in Brandlicht statt. Die Predigt hält Pastor in Ruhe Heinz Hermann Nordholt. Gemeinsam singen wir nun das Lied 171, die Strophen 1 bis 4. Thank you.
Vielen Dank für die musikalische Begleitung an der Orgel. Das sind sehr sanfte Töne, also wirklich sehr schön gespielt. Und Dankeschön auch für den Lesungsdienst. Zum Segen bitte ich Sie und euch nach Möglichkeit aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.